Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko und wir sind zurück bei Captain of Industries und wollen uns dann heute um die nächsten kleinen Aufgaben kümmern. Dazu gehört unter anderem, wir bauen aus und wir gucken auf unsere Kohle, das machen wir ja sowieso immer. Aber in erster Linie wollen wir dieses Haus hier fertig bauen. Da kümmern wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen drum, dass das reibungslos funktioniert. Was ist das denn? Sand und so? Moment, wo seid ihr? Oh. Ich habe das Gebiet noch nicht umgeändert. Perfekt. Gerade wohl noch rechtzeitig gesehen. Ich hoffe, dass es wirklich noch rechtzeitig ist und jetzt hier nicht irgendwelche großen Probleme gibt. Dann einmal, nee, mit gerade. Mach weg, das Ding. So. Okay. Hoffen wir, dass das nicht zu spät war. Das könnte wirklich spät gewesen sein. Bitte nicht. Machen wir hier mal eine P1 draus, damit da sofort was reinkommt. Nicht, dass gleich hier Probleme entstehen. Okay, wir haben noch ein bisschen Elektronik. Es sollte also noch funktionieren. Und hier ist noch ganz wenig drin. Ja, hier läuft gerade erst los, das Problem. Gut, dann dürfte das noch funktionieren. Wir müssen hier mal kurz gucken, habe ich das beim letzten Mal? Ja, habe ich. Wir produzieren also hier auch wieder rote Plättchen. Somit steht dem Häuschen hier oben nichts im Wege und wir kriegen noch ein paar Einwohner dazu. Dann müssen wir mal gucken, genau, das Atomkraftwerk. Da habe ich mir was Sorgen gemacht. Und zwar, ich verstehe immer noch nicht, dass wir hier kein Wasser haben und dass wir hier keinen Dampf haben. Deswegen gucke ich mal, der Gedanke war da. Ich habe nämlich so ein bisschen nachgedacht und dachte, hey mal, irgendwie sind die beiden Anschlüsse ja hier ein bisschen anders. Ich werde da mal eben noch einen Anschluss hinsetzen und ich werde auch hier mal einen Dampfablass hinsetzen. Es kann also sein, ich bin mir nicht sicher, dass wir den brauchen und dann werden wir das auch auf die nächstgrößere Stufe, glaube ich, setzen, aber die Materialien dafür habe ich nicht. So, das darf noch ausgebaut werden, das darf ausgebaut werden und ja, das habe ich ja schon eingestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ja, jetzt was ändert oder nicht. Aber irgendwie muss ja die Notkühlung funktionieren. Mal schauen, ob das so ist. Haben wir schon Baumaterialien beim Roten Haus? Sekunde. Ja, 60 sind schon da. 60 haben wir nochmal. Das ist ja erstmal ganz gut. Dann fehlen noch 40. Ist jetzt sogar noch weniger. Und wie sieht es mit dem Sand aus? Der Sand ist schlecht. Aber hier oben steht schon wieder ein Bagger. Immerhin. Ich hoffe mal, dass die... Oh, nicht, dass sie den Sand irgendwo anders hinbringen. Machen wir mal hier schnell eine P1 draus. Jetzt schreien draußen die Kinder. Ich habe jedes Mal in der Aufnahme irgendwo Krach. Naja. Was soll ich machen? Also, weiter geht's, indem wir hier hinten hoffentlich mal... Okay, Kohle wurde gerade leer gemacht. Ich dachte schon, wir hätten ein Kohleproblem. Was wir aber vielleicht haben, ist ein Dingsproblem. Nee, noch haben wir Dings. Uranerz natürlich. Wie sieht's hier aus? Ein paar Teile, ja gut, das... braucht. Eventuell sollten wir da auch dann mal irgendwie einen Förderband hinbauen. Diesel geht gerade wieder hoch. Kohle ist nicht ganz so rosig. Ich mache mir aber mehr Sorgen um die Wartung, muss ich ehrlich sagen. Gut, das Band hat noch was. Hier läuft auch noch ein bisschen was rein, aber ich sehe hier keinen Sand. Leute, bringt mir mal Sand. Okay, wir stoppen mal ganz kurz dieses Förderband, damit der Sand hier drin bleibt und die den ein bisschen schneller wegkriegen. Hier sollte ich vielleicht noch einen LKW mal dazu setzen, damit das gerade für den Moment zumindest ein bisschen schneller läuft. Also, einen noch dazu. Ist das überhaupt der richtige? Ja, ist der richtige. Ja, wir müssen halt dringend Sand reinkriegen, also Steine erstmal. Sonst wird das hier nichts mehr. Gleich geht die Wartung runter. Gut, hier ist auch kein Sand mehr. Der läuft hier auch geradewegs durch. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute.
bitte nicht die Wartung kaputt machen. Und es geht los, die Wartung geht runter. Wenn wir jetzt nicht ganz schnell dagegen steuern. Obwohl, es laufen noch ein paar Sachen rein. Ist da gerade Sand geliefert worden? Ja, die haben Baumaterialien geliefert, dafür brauchen wir keinen Sand. Das ist natürlich auch immer wieder so eine kleine Rettung, aber sag mal, ist mal im Ernst, also so langsam sollte doch hier mal Sand ankommen, oder? Okay, zumindest ist das Lager voll. Das wird auch gerade bedient und bitte fahr zur richtigen Stelle. Bitte fahr zur richtigen Stelle. Ja, noch ist der Weg korrekt. Du bist sehr weit oben, das sieht nach der Situation aus, dass wir richtig fahren. Nein, er fährt da vorbei. Dieser Schweinehund. Da, mach Sand dahin. Wo fährst du hin? Vermutlich zur Glasproduktion. Oh nein. Ich hab dich doch schon auf 1 stehen. Jetzt hat der Bagger... Okay, wir kriegen Sand. Also es ist nicht das Problem, dass wir keinen Sand kriegen würden. Boah, ärgerlich, ärgerlich. Aber der nächste LKW hat eine Chance. Oder die nächsten LKWs, es sind ja 2. Der könnte es schaffen. Und ja, der erste fährt richtig. Damit geht die Produktion wieder los. Könnte also geklappt haben, dass wir nicht leer laufen. 2 LKWs Sand sind da. Und es geht wieder los. Okay, dann schauen wir mal. Unser Häuschen, das kann immer noch nicht gebaut werden. Warum? Wollt ihr mir jetzt sagen, wir haben nicht genug Glas? Ach, weil die roten Teile gerade so geliefert werden. Okay, spart uns ein bisschen was. Wir haben gerade 9 Arbeiter zu wenig, aber das macht gerade nichts. Hier müssten die roten Teile jetzt ankommen. Ja, genau. Glas klappt ja nicht, also machen wir den Rest hier mal per Einigkeit. Dann ist das Haus fertig. Jetzt brauchen wir für dieses Gebäude, eventuell sollten wir das Rohr auch noch ausbauen, damit wir hier mehr Wasser reinkriegen. Boah. Scheint irgendwie falsch zu sein, ne? Oder wenn wir das anschmeißen, füllt es sich hier unten durch. Wir sehen, das Wasser fließt. Ja, gut, dann haben wir gleich den Wassertank schon mal voll. Dann war der Gedanke dahinter richtig. So. Ich glaube, dass das Wasser dann verdampft und wir schnell genug den Dampf loswerden müssen, damit wir uns dazwischen halten. Und das explodiert oder geht kaputt halt, wenn wir es nicht schaffen, den Dampf schnell genug loszuwerden. Aber das sollte kein Problem sein. Das sollte ja kein Problem sein. Gut. Kohle 3,9k, super low. Jetzt haben wir eigentlich alles, was rote Teilchen braucht, fertig, oder? Dann stoppe ich doch mal dieses Gebäude, damit wir wieder Beton einlagern. Wir können hier oben weiter produzieren, ist kein Problem. Und wir werden dann hier den Bauauftrag wieder freigeben, damit sie Beton einlagern. Also, Gedanke, hier wird Beton produziert, der läuft jetzt gleich voll. Die Bauteile, die weißen, beziehen wir von hier oben, wann immer welche produziert werden. Das kommt ja mal gelegentlich vor, habe ich mir sagen lassen. So, das heißt, wir können auch das Band wieder anschmeißen. Müsste eigentlich schaffen, gleich voll zu laufen. Obwohl, es sieht ein bisschen schwierig aus. Aber gut, der Beton wird ja auch nicht so schnell verarbeitet, dann haben wir den Rückstau eh. Rote Teile werden weiter produziert, Kohle ist ein bisschen gestiegen und Diesel macht mir richtig schwere Sorgen. Da werden wir uns auf jeden Fall gleich ganz besonders noch drum kümmern. So, jetzt ist die Frage, wir nehmen noch ein paar Einwohner auf. Einmal hier, 1, 2, hier kaufen wir nochmal nach und dann hier. Ich möchte halt keine Arbeitslosen haben, wenn ich ehrlich bin. Keine freien Arbeitsstellen, so natürlich. Passt. 3 Stück haben wir übrig. Das Wohnhaus ist ja erweitert worden. Also sollte das funktionieren. Jetzt gucken wir mal hier. Und zwar, wir haben kein Öl mehr. Das ist ein Problem. Ist die Öl... Nee, die ist nicht leer. Das liegt also schon daran, dass diese hier nicht hoch genug ausgebaut ist. Boah.
Scheißendreck, Scheißendreck, Scheißendreck. Okay, wir müssen sie ausbauen. Und wie kriege ich jetzt die gelben Teilchen? Obwohl, das Schiff ist nicht mal leer. Es könnte also an anderen Sachen liegen. Wir müssen irgendwie mehr Diesel produzieren. Das heißt, dieses Verbrennen hier, das ist halt schon mal eine richtig... Ah ne, ich habe es wieder angeschmissen. Nein, aus. Das Verbrennen ist schon mal richtig kacke. Ich habe den Verdacht, dass wir hier einfach zu wenig Wasserstoff haben, wodurch wir nicht weiterkommen, weil hier steht schon wieder still. So, weil wieder Wasserstoff fehlt. Dann könnten wir doch eigentlich hingehen und sagen, passt mal auf, Bevölkerungswachstum raus, Lebensmittelreduktion raus, Quarantäne raus, Gesundheit raus, Wartungsreduzierung und Kraftstoff. Das sind insgesamt 5 Einigkeiten. Wir schmeißen das Ding an. So, jetzt geht die Einigkeit zwar runter, aber wenn wir erstmal permanent weniger Diesel verbrauchen, könnte uns das dafür helfen, dass wir ein bisschen länger durchhalten können. So, haben wir jetzt hier mal... Nee, da ist auch noch nichts eingelagert worden. Jetzt bräuchten wir hier natürlich auch noch ein Förderband darunter. Ich sagte doch, ihr dürft bauen. Ja, nur das andere zählt. Und wir sollten jetzt anfangen, auch langsam, aber sicher... Boah, dann verlieren wir die roten Teile. Dann verlieren wir die roten Teilchen. Wofür brauche ich die? Was muss ich bauen, was gerade rote Teile benötigt? Eventuell den Kohlebereich ausbauen. Das sind 200 noch. Andererseits... Warte mal. Kriegen hier so langsam die Bauteile rein. Wir schmeißen es an. Wir starten es, sonst werden wir hier nie fertig. Wenn ich da jetzt jedes Mal gucke, was könnte ich denn noch anderes bauen? 60 sind schon drin. Das heißt, die füllen sich. Hier sollten wir mal gucken, dass wir noch rote Fahrzeugteile produzieren. Dafür brauche ich dann eine einzige Fabrik noch. So. Die baue ich jetzt einfach mal hier hin. Oh, und die kostet rote Teile. Die ist wichtig. Die sollte gebaut werden. Das heißt, ich halte das Bändchen... Warte mal, wir müssen eigentlich... Oder? Ich baue sie. Ich mache das so, dass die auf jeden Fall jetzt hier gebaut wird erst. Wir könnten aber hier die Einigkeit runtersetzen. So. Damit wir oben diese 200 Teile hinbekommen. LKW-Import an. Ich halte die nämlich für ziemlich wichtig aktuell. Hier die Leistungssteigerung mal runter. Das könnten wir hier eigentlich auch machen. So. Damit wir ein bisschen Einigkeit sparen halt. Und Diesel ist bei 500 unten. Obwohl wir schon das Ganze langsamer machen. Boah, nervig. Schlimm. Naja, was willst du machen, ne? Könnt ihr mal bitte... Also ihr wartet darauf, dass die roten Teile vollständig werden. Okay. Dann gucken wir mal hier oben. Woran liegt es denn, dass das so lange dauert? Ich denke mal, es liegt an... Es liegt nur am Beton. Aber der sollte doch eigentlich ziemlich gut produzieren, oder nicht? Na gut, na gut. Wir beobachten, wir beobachten. Hier ist auch noch nichts passiert, wenn ich das so richtig sehe. Wie viele wollt ihr noch einlagern, bis das Haus mal bedient wird? Ich will es doch jetzt wissen, Leute. Oder ist das... Nee, es ist nicht pausiert. Es hat nur fehlende Materialien. Hier ist auch noch nichts passiert. Können wir das hier starten?
Und wir könnten Floppies runtersetzen. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Dann brauchen wir nämlich weniger Wartung. Ich glaube, so rum, 20 sollten reichen. Da geht nämlich halt die Wartung runter, was uns einige Bauteile spart. Und eventuell müssten wir auch das Haus hier noch fertig machen, weil wir ja dann die roten Electronic-Plättchen brauchen. Unsere Wartung ist überall bei 100%. Jetzt geht's wirklich nur noch um den Diesel, der irgendwie wieder hoch muss. Und das am besten ohne Öl. Aber wir können ohne Rohöl nichts machen. Das heißt also, wir müssen einen weiteren Schiffshafen bauen und wir haben kein Schiff frei. Damit wir darüber noch Rohöl importieren. Das wird sonst definitiv nichts. Ja, da können wir uns mal Gedanken drüber machen, um was wir uns als nächstes dann Gedanken machen. Denn Öl werden wir brauchen. So, die roten Teile kommen. Dauert natürlich jetzt noch einen Augenblick. Dann haben wir aber hier auch das Gebäude fertig. Und können hoffentlich die roten Teile hier produzieren. Oh, hier geht's hoch. Und da, die beiden werden halt ewig dauern, denke ich, bis sie fertig sind. Wobei die Rakete danach wieder sehr schnell gehen sollte. Ja, seht ihr? Hier ist schon wieder was angekommen. Also gut, der Beton. Easy, den kriegen wir. Hier werden wieder Server gesammelt. Voll cool. Aber der hier läuft nicht. Doch! Er läuft gerade an. Jetzt bin ich gespannt. Er erreicht die grüne Marke. Nicht überhitzen, nicht überhitzen. Er überhitzt, wir produzieren Dampf. Der geht auch raus. Boah, Leute. Wasser ist weg. Wir müssen runter, fahr ihn runter, bevor er überhitzt, sonst macht es gleich bumm. Also ich glaube, wir müssen hier die ganze Zeit nebenstehen und aufpassen, weil das Ding wäre uns gerade fast in die Ohren geflogen, wenn wir nicht aufpassen. Und das soll jetzt Dampf gespart haben? Okay, pass auf. Können wir den denn auf 1 laufen lassen? Selbst auf 1 scheint das echt Schwierigkeiten zu machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mehr Wasser hier reinkriegen. Auf jeden Fall müssen wir hier mehr Wasser hinkriegen. Okay, wir fahren ihn wieder runter. Alles klar. Solange wir hier nicht genug Wasser drin haben, macht das alles gar keinen Sinn gerade. Aber ich gehe mal davon aus, dass das gerade ein bisschen Kohle gespart hat. Puh, jetzt sag mir mal lieber, wie ich da Wasser hinkriege. Weil so funktioniert das auf jeden Fall nicht. Okay, wir müssen die roten Bauteile, glaube ich, mal anhalten. So, das heißt hier das Förderband stoppen, das stoppen. Und dann müssen wir die gelben Sachen erstmal ausbauen lassen. Und dann muss auf jeden Fall das Wasserrohr immer voll sein. Wie viele Brennstäbe haben wir jetzt verbraucht? Alle? Haben wir jetzt alle Brennstäbe verbraucht? Wäre interessant zu wissen. Also, Einigkeit geht gerade auf jeden Fall noch stark runter. Ja, das war unser erster Reaktor. Kurz vorm Reaktorunfall. Ich habe keine Ahnung, ob wir das richtig gemacht haben. Okay, 39 brauchen wir. Und ich weiß echt nicht, ob das Rohr das packt, aber müsste es eigentlich, ne? Es hat einen Durchsatz von 60. Also wenn das Wasser ausgeht, dann fällt der Reaktor auf jeden Fall aus.
Wie viel brauchen wir denn hier? Wir brauchen 48. Das heißt, wir könnten theoretisch mit einem 4 Stück betreiben. Dann müssten wir aber den Aufbau anders machen. Sollten wir vielleicht... Nee. Wir können da nicht viel ändern. Also ich habe jetzt überlegt, wenn wir auf Stufe 2 4 Stück betreiben können von denen. Und wir haben ja hier aktuell 3 angeschlossen. Da hatte ich überlegt, ob wir einen bauen, wo wir 4 davon reinknallen. Oder 2-2, das würde ja auch gehen. Wobei 2-2 ja dumm war wegen den Anschlüssen dahinter. Jetzt ist die Frage, pass mal auf. Wir produzieren ja zusätzlich hier auch nochmal Dampf hoch, der auch weg muss. Hätten wir also in der Kombi die Energie für genau 3 Stück? Und wie lange halten unsere Brennstäbe? Das ist ja auch so eine Frage. Jedenfalls, ich muss noch auf goldene Bauteile warten. Farm konnte Ernte nicht einlagern. Warum? Okay, Moment, das ist interessant. Wir produzieren zu viel Zucker. Wir brauchen hier den Zucker. Und hier fehlen Kartoffeln bzw. Mais, damit wir mehr Zeugs herstellen. Und dann würden wir wieder mehr... Aber wenn wir jetzt den Mais von hier oben, wo wir jetzt beides zu viel haben, nehmen würden, hätten wir doch wieder das Problem, dass uns das Ding ausläuft. Also müssten wir eigentlich hier jetzt den Abzweig machen mit nochmal 2 Containern, die geleert werden dürfen. Ja. Und das kostet uns nicht mal Fahrzeuge. Dann nehmen wir hier Kartoffeln. Und dann nehmen wir Mais. Also einmal Kartoffeln, einmal Mais. Beide dürfen geleert werden. So. Schnell bauen. Okay, das braucht einen Augenblick. Jetzt fangen wir mal an. Also Kartoffeln können wir hier abzweigen. Da rein. Mais da rein. So, Einstellung, Prio oben, ansonsten nach rechts. Hier auch Einstellung ist Prio hier oben. Ansonsten, ja rechts ist es nicht, ansonsten links. Also, schauen wir mal. Das kann geliefert werden. Hier brauchen wir 16. Die haben wir auch eventuell gleich. Und hier ist der LKW-Export aus. Bei beiden. Okay, sehr schön. Wir müssen leider das Spritsparen runtersetzen, obwohl wir immer noch nicht voll sind. Also wir pausieren mal eben das Gebäude hier. Nur damit wir wieder Einigkeit kriegen. Wenn eine böse Krankheit kommt, müssen wir was dagegen in der Hand haben. Also, die sind eingestellt, dass sie auch importieren an. Importieren an. Ohne festen Wert. Sehr wenig Raps. Sehr, sehr wenig Raps. Das könnte daran liegen, dass die Felder nicht gedüngt werden. Haben wir noch Dünger übrig? Das wäre so die nächste Frage. Hier ist der Dünger auf jeden Fall voll. Er läuft bis hier unten. Das heißt, hier sollten wir Dünger haben. Okay, jetzt kommen wir hier natürlich nicht raus. Da kommen wir auch nicht dran. Hier keine Verbindung zur Rampe. Wo wollt ihr es? Ach so. Ja gut, dann geht das hier oben nur in der Mitte. Das ist das Problem. Müssen da irgendwo LKWs durch? Nö. Hey. Ja. Ja, das schließen wir gleich an. Kein Problem. Einmal,
Weimar. Okay, die können dann auch gleich gebaut werden, aber erstmal möchte ich hier oben die den Behälter und die Förderstrecke bauen. Die Reihenfolge ist ja egal. Das passt und jetzt brauche ich noch 16 für das Band. Und dann könnten die hier oben auch was machen mit den Überschüssen. Das würde auch hier dieses Förderband vielleicht ein bisschen leeren. Wobei das eigentlich gerade, glaube ich, gar nicht mal wichtig ist. Okay, die 16 kriegen wir jetzt nicht. Naja. Das wird teuer. Aber es ist wichtig, denke ich. So. Fehlt noch irgendwo... Nee, Zucker haben wir hier genug. Das heißt, wir sollten auch... Oh, warte mal, hier die Medikamente fehlen. Das fehlt euch. Stahl! Warte mal, mit Stahl habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, 660. Nee, mit Stahl habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der fehlt. Ist der wirklich zu langsam? Oder wird der von irgendwas blockiert? So, das arbeitet... Warte mal, der arbeitete gerade nicht. Warum nicht? Er hat alle Materialien. Er wird den Dings nicht los. Er wird den hier oben nicht los. Weil kein Wasser. Das eine Ding ist nicht am Wasser angeschlossen. Das ist jetzt doof. So. Damit haben wir jetzt die Stahlproduktion auf jeden Fall erhöht. Konnte ja kein Mensch mit rechnen, dass da Wasser fehlt. Also ich wusste es wirklich nicht. Und das halt schon wieder super lange garantiert, ne? Thema Wasser. Da müssen wir uns auf jeden Fall nebenbei auch nochmal ein bisschen drum kümmern, weil ich glaube, dass wir hier auch nicht mehr viel drin haben. Ja, wir sind auf 4000 runter. Stehen kurz vorm Austrocknen. Und ich glaube, die sind auch leer. Ja. Wasser fehlt an jeder Stelle. Können wir hier mehr produzieren? Ich würde sagen, wenn wir die Anlage verdoppeln, könnten wir durch die Leitung auf jeden Fall mehr pumpen, um da hinten ein paar Dinge zu entlasten. Wir gucken mal eben, was das Verdoppeln kostet. So. Bis wohin muss es verdoppelt werden? Ich sag mal so. 194 Rote, das geht sogar noch. Es ist nicht viel. Die Frage ist nur, kriegen wir dann auch die Sachen hier hoch? Darüber fließt das normale Wasser. Ich zeichne es erstmal nur ein. Vermutlich werden wir das aber gleich bauen. So, das wird so angeschlossen. Das rote Rohr muss da hinten dran. Warte mal, das sind zwei übereinander, ne? Ja, das ist das untere. Also das untere muss an das rote dran. Und das obere muss hier an das blaue dran. So. Und das kleine muss irgendwie hier dran. Naja. Was auch immer das ist. Achso, das ist das, damit es überhaupt anläuft. Okay. Hier muss Kohle rein, das wissen wir. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Außer, dass wir hier vielleicht nochmal die Einstellung von dem hier übernehmen. Dahin. Und ihr habt alles erlaubt. Okay. Wir haben 117 Arbeiter zu wenig. Wo sind uns die denn gestorben? Was ist hier los? Kannst du etwa arbeiten? Immerhin ist da ein Rohr, was noch nicht gebaut worden ist. Also kannst du auch nicht arbeiten. Der Diesel geht runter. Der Diesel geht runter. Ich bin ja kurz davor, den Beton wieder anzuschalten, weil wir nicht wirklich durchkommen gerade. So, aber hier fehlt nicht mehr viel.
Also wir arbeiten in meinen Augen hier oben definitiv zu schlecht. Jetzt haben wir natürlich andere Probleme, ne? Wenn wir keine Arbeiter haben, ist das halt ein Riesendesaster. Deswegen holen wir uns da mal wieder welche. Und wir werden mal gucken müssen wegen dem Schiff für 600, ob das ein einmaliger Handel ist oder ob wir permanent für 600 Rote ein Schiff bekommen können. Ich brauche das auf jeden Fall für den Diesel und also für Rohöl, dass wir da eine Handelsroute aufbauen können. Weil das mit unserem Diesel, das geht halt gar nicht. So, 48 Leute fehlen, das macht jetzt gerade nicht so einen Riesenunterschied. Haben wir schon ein paar hergestellt? Ich glaube nicht. Gut, wenn die auch angehalten sind, kann darüber nichts passieren, das ist klar. Wie viele Einwohner passen? 380. Ja gut, es würden alle reinpassen. Schwierig, ich bin gerade wirklich am überlegen, wie wir das am geschicktesten jetzt alles lösen, weil ich sehe den Diesel wirklich als angehendes Problem. Und das mit der Kohle, sind wir mal ehrlich, die hiermit zu ersetzen, das hat ja mit dem Kraftwerk, hat ja auch noch nicht so ganz funktioniert. Und irgendwie, so, jetzt ist das Rohr auf jeden Fall gebaut. Wir können es ja noch mal versuchen, ob wir sie auf 1 laufen lassen, sobald das Rohr hier gebaut worden ist. Ja. Okay, das Rohr bekommt Wasser. Und jetzt gucken wir nochmal. Okay, es fährt hoch. Das würde, wie gesagt, 2 ersetzen. Jetzt frage ich mich gerade, produziert er jetzt gerade permanent diese 95? Weil es fließt ja die ganze Zeit was raus. Wisst ihr, was ich meine? Dass das hier nur die Zeit ist, die er braucht, bis er die durch hat und das hier mal stückweise gerade rausläuft. So. Aber er überhitzt immer weiter. Boah, ist das schwierig. Ich weiß halt nicht, wie es gemeint ist, ne? So. Und jetzt sind hier die immer noch am Pumpen. Und die müssten ja theoretisch jetzt aus sein. Weil wir ja den Dampf hier unten mit einer Prio reinkriegen. Aus. Oder? Ne, war richtig. Hier Prio an, für rein. Er soll ja immer den Dampf von hier aus bevorzugt behandeln. So, und damit müssten eigentlich die hier aufhören. Die werden den Dampf aber immer noch los. Und das verstehe ich nicht. Jetzt haben sie ein Problem, Abgase loszuwerden. Das ist was anderes. Oder machen... Oder versuchen die gerade das Rohr voll zu kriegen. Okay, die Anlage ist kurz vor kritisch und wird runtergekühlt. Wie gesagt, das sind nur 2, die eigentlich aus sein sollten. Macht 48. Okay, das Rohr wird immer voller.
So, jetzt gleich ist das Rohr voll und dann fallen die Maschinen aus. Jo. Auch wenn man es nicht wirklich sieht, aber eigentlich müssten sie jetzt ausfallen. Gute Frage. So. Wir müssen natürlich gucken, dass wir genug Brennstäbe auch immer haben. Und das sieht mir auch ein bisschen mau aus, wenn wir hier nicht weiterkommen. Weil hier schon wieder was nicht funktioniert. Weil er da nicht... Ach, weil er jetzt hier auch keine Steine hat. Ey, es liegt an Steinen. Ich glaube ja, ich bin im falschen Film. Das glaube ich jetzt. Wie lange läuft der noch? Was ist das eigentlich für ein Warnzeichen? Weiß nicht, gefühlt geht es halt schon ein bisschen langsamer. Einfach, das Rohr ist voll, kommt immer wieder ins Straucheln. Also immer nur so ein, zwei Dampf, die da reingehen, damit müssen doch die Maschinen voll sein. So, 48, die dürftest du nicht rauskriegen. Zack, draußen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie es arbeitet. Und da ich nicht weiß, ob wir jetzt hier wirklich Kohle sparen, weil wir würden ja dann auch CO2 sparen. Beziehungsweise Abgase, die wir ja nicht in die Luft pumpen. Wir könnten natürlich mal einfach ein Rohr ausmachen. So, passt mal auf. Wenn ich dem Rohr sage, Pause. Bleibt die Energie trotzdem noch stabil? Natürlich, solange der arbeitet. Ja. Und jetzt sind sie aus. Das, ja gut, dann sparen wir auf jeden Fall schon mal die Kohle von dem. Und das sind, genau, das ist ein Level nur. Das heißt, wir haben so eine teure Anlage mit so vielen Arbeitern hier stehen und sparen im Endeffekt nur so wenig. Was würde denn passieren? Ich gehe auf 2 hoch. Jetzt schmeiße ich das Rohr raus. So. Weil wir haben hier blaue Rohre, die sollten das schaffen. Unsere Anlage läuft immer noch. Warte mal. Reaktorwärme geht runter. Der arbeitet nicht mehr. Wir produzieren zu wenig. Hä? Warum? Fehlende Materialien. Ach, weil wir kein Uran mehr haben. Brennstäbe alle. Danke für nichts. Naja, dann müssen wir die wieder anschmeißen. Weil wir sonst gleich keinen Strom mehr haben. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. Jetzt bereue ich langsam doch, die Dinger gebaut zu haben, muss ich sagen. So, hier haben wir gleich den Beton zumindest fertig. Diesel ist eine Katastrophe. Aber das sind 2 Aufgaben, um die werde ich mich beim nächsten Mal kümmern. Dann werde ich mal nochmal angucken, was ich vielleicht bei dem Reaktor falsch gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall raus für heute, bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Yoseko.